Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pfeifenrauchergemeinde hier auf YouTube. Der Vortag des dritten Advent. Der Schnee liegt, es sieht toll aus. Ich wünsche all denen, die durch die Unbill des Wetters beeinträchtigt sind, toi toi toi, dass sie alles hinbekommen. Schnee räumen und. Die Freude der einen ist auch immer ein bisschen das Leid des anderen. Aber zum Glück schneit es ja nicht ununterbrochen. Vielleicht kriegt man das hin. Was war eine Woche? Es war viel los. Erst war ich bei einer Weihnachtsfeier in der Loge. Danach leitete ich meine eigene Weihnachtsfeier in der Loge. Furchtbar aufregend. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wo ist der nächste Tag? Total fertig auf der Bereifung. Mich streckt sowas immer ein wenig an. Da fehlt mir, glaube ich, ein wenig Souveränität. Und heute kam noch der Postbote. Und am Dienstag war auch ein toller Tag. Über den berichte ich euch in Teil 2. Also fangen wir einfach mal frech mit dem Postboten an, der vor einer Dreiviertelstunde, wir schreiben es jetzt 12:30, hier Strom klingelte, weil er anscheinend immer denkt, dass man direkt hinter der Tür wohnt. Ich verstehe die Herrschaften, ja, die haben ein ordentlich volles Programm, aber ein bisschen weniger Hektik wäre auch schön. Was ereilte mich aber? Mich ereilte ein Karton, in dem ein wunderschöner Holzkarton war, auf dem dies draufsteht. Dorian Pipes. Was passierte davor? Unser lieber mit YouTuber stellt ja ab und zu seine Pfeifen, nicht nur im Pfeifenmacherforum, sondern auch per Video vor. Und bei einer der beiden Gelegenheiten, ich habe vergessen, und zwar sah ich einen in seinem typischen Eigenfinish und da sagte ich mir, so was fehlt dir noch? Naja, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann wieder mal meinen Pfeifenschrank umbauen muss, dachte ich mir, bestellste. Ergebnis ist nicht. Ist schon weg. Ist immer dasselbe. Obwohl, stimmt nicht ganz, meine erste Dorian Pipe habe ich ja direkt bekommen. Aber ich habe die schöne Mitteilung bekommen, ist nicht weiter tragisch, mache ich den neu. Und das mir. Also, flugs sich der Liebe hingesetzt und dem bösen René auch noch eine Pfeife gebastelt, die wie immer in seinem tollen Beutel geliefert ist. Ich glaube, er hat, was das Material angeht, wirklich die englischsten und edelsten Verpackungen überhaupt, weil guckt euch das nur an. Das ist richtig edler Anzugsstoff, den kann ich mir auch als Mantel gut, den mit einem D drauf für Dorian Pipe hat was. Das macht richtig Spaß anzufassen. Bloß davon habt ihr ja nichts. Gefühls- und Geruchs Fernsehen oder Video haben wir noch nicht. Ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Aber was war nun in diesem Beutelchen drin? Dick. Dieses Tube-Format ist nun wirklich nicht jedermanns Sache, das ist mir klar.
Aber diese Oberfläche erinnert mich doch irgendwie an einen frischen Tannenzweig. Und das, finde ich, passt sehr gut in die Weihnachtszeit. Die Tanne, jener immer grüne Baum. Das Topende ist glatt, oben auch. Theoretisch könnte man hier innen drin eine riesige Kammer freilassen, sozusagen die interne Kalabasch-Variante. Aber wie ihr sehen könnt, in diesem Falle nicht. Ich bin ja ohne Filterraucher, erwiesenermaßen, und habe dieses schöne, ich weiß gar nicht, ob man das einfangen kann, schwarz-grün marmorierte, schon Mundstück, wirklich rein optisch schon lieben gelernt, mit einem Sattel, der ringförmig sozusagen das Mundstück abschließt. Hier drin ist neben der normalen Vertiefung noch mal eine, damit man das gute Mundstück auch kraftvoll darin versenken kann und dann nachher bündig abschließt. Das Mundstück selbst, seht ihr ja, ist leicht ausgekehlt. Und liegt wirklich gut im Mund. Packt prima zwischen die Backenzähne. Hat in dem Falle genau die richtige Stärke, weil die Pfeife hat doch einiges an Gewicht. Und ist natürlich auch wieder gestempelt. Das könnt ihr garantiert nicht lesen. Dorian Pipe. Ist glatt gelassen. Edel, edel. Und das Füllvolumen ist nichts für Weicheier. Der Clan. Benzin ist ein dunkler. Das spricht für eine ausreichend große Bohrung. Das wird schön. Mein Lieber, ich kann mich gar nicht satt sehen. Das ist ja hier alles nicht glatt, sondern porös. Also es sieht wirklich aus wie frische Rinde, wo schon Wind und Wetter ein ganz klein wenig nachgeholfen hat. Das ist schon edel. Also, wer außergewöhnliche Form haben möchte, meist mit gälischem Namen, ich glaube immer. Ich habe ja schon eine. Rauchen tut die sich toll. Das wird bei der hier nicht anders werden. Ich habe eins festgestellt. Die Verarbeitungsqualität ist noch mal ein ganzes Stück gewachsen im Verhältnis zu meiner letzten. Ich kann nur vielen, vielen lieben Dank sagen und schaut euch mal um. Wenn nicht, schreibt ihm an, weil ich glaube, er ist für fast jede Schandtat bereit. Es muss ihm bloß ein bisschen Zeit haben. Und man bekommt wirklich wunderschöne und sehr, sehr individuelle Stücke in die Hand. Und wie ein schicke Beutel mag, tolle Pfeifen, Holzkistchen, der kommt an Dorian nicht vorbei, guckt unter Dorian Pipes oder schaut im Pfeifenmacherforum nach, dann könntet ihr auch ein wenig Glück haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen dritten Advent. Wenn ihr heute unterwegs sein müsst, gute Erledigung, wollt, viel Spaß, bleibt mir gesund und seid euch gewiss. Ich denke an euch, euer René.